2, 3. Im hoffentlich letzten Part. Nicht hier. Ja. Jawohl, ich bin wieder am zurück in den Kampfbaggen. Ja, hurra. Ich hab schon die erste Rakete in der Hand. Nein, der schießt schon wieder. Ach so, das ging jetzt aber schnell. Nein, Hund. Nein, Hund. Geh mir weg da mit dem Hund. Also der Hund war unnötig. Was ist denn hier los, Mensch? Erstmal alle umballern. So. Ich glaube, du hättest nicht so schnell vorrennen sollen, weil die noch nicht gespawnt sind, weil ich noch nicht da war. Ich noch außerhalb des Anfangsgebietes war eigentlich. Hm. Na, egal. So, ich hole mal die... Wo liegt jetzt die Rakete? Hinter dir eigentlich. Ja. So, dann... Nein, da spawnt schon wieder einer. Sehr gut. Ich glaube nicht. Das sehe ich jetzt anders, ne? Wie viel brauchen wir? 4, ne? 4. Und eine liegt schon vorne. Ah, okay. Das heißt, wir haben schon alle herausgefunden oder alle gefunden quasi. Ja, genau, ja. Ja, das ist ja schon mal einiges wert. Muss nachladen. Ach, auf dem Wasser ist auch einer? War, okay. Nee, ist immer noch. Das war gar nicht auf dem Wasser, sondern hier. So. Ja, auf der Karte, auf der Minimap sah es so aus, als wäre der auf dem Wasser. So. Dann baller ich direkt mal Rakete 2 los. Okay. So. Ich habe mir auch direkt mal Rakete 3 gegriffen. Irgendwas ist explodiert. Nein, was läuft da oben jetzt einer her, der mich gleich beschießen wird? Nein. Oh nein, die kann mir Flammenwerfer. Laufen, laufen, laufen. Komm bis zu dem dämlichen Granatenwerfer, wirst du es doch jetzt wohl noch schaffen. Komm jetzt, baller rein. Ich hab den Typen umgelegt. Na gut. Nein, haha, Scharfschütze. Erstmal sind die Leute dezimieren hier. Achtung, er hat einen Flammenwerfer. Also der Typ mit dem Flammenwerfer ist jetzt. Der macht gerade wieder ordentlich. Ich will nicht sagen unnötig, aber doch schon, ja. Ich würde es eigentlich schon so bezeichnen, ja. So, komm jetzt hier, ne? Alter, wie viele sind denn hier noch? Tot. Zu viele. Ja, ich hab's gesehen. Ich lade mal kurz nach. Ah, unser Flambiermeister ist immer noch da. Unser Barbecue-Typ. Also da, wo ich... Profi-Raclette hier. Also da, wo ich jetzt bin, sehe ich noch mindestens 4 Leute. Ach komm, ich treffe ihn da oben nicht. Jawohl. Und das war, glaube ich, gerade der Dicke mit dem Flammenwerfer, der einfach explodiert ist. Warum auch nicht? Oh, ich habe gleich so ungefähr gar keine Munition mehr. Wie bist du da hochgekommen? Die Treppe genommen. Da. Ja. Das hab ich von rechts nicht gesehen, also von der Seite. Ich so, hä? Weil ich da hochspringen wollte eigentlich. Jetzt einfach mal die Treppe nehmen. Das war jetzt ein bisschen zu einfach. Treppe ist was für Noobs. Ja. Komm, das leidest du da hoch, ja. Okay, warte. Komm, komm hinter. Hinter dir einfach. Einfach? Nö. Ja. In der Halle, genau. Hier lag aber keine mehr, ne? Die haben wir schon genommen. Die eine habe ich da mitgenommen, die hier war, ja. Wo liegt denn der noch? Ne? Ja, keine Ahnung. Die haben doch schon... Aua. Da kommen 2 Leute, die mich gleichzeitig gefistet haben. Da kommt hier läuft aber noch mindestens ein Dritter rum. Och, Junge. Was war das denn? Oder schießt das Schiff auf uns? Ich weiß es gar nicht. Ja, ich habe mal wieder den Boden geheilt. In bester Far Cry-Manier. Ja, irgendwie, wir hatten ja schon eigentlich alle... Ja, habe ich auch gedacht. Ja, das Schiff schießt tatsächlich. Das ist vielleicht gar nicht mal so schlecht, weil es auch nicht nur uns trifft. Also ich würde gerne die Granate finden, bevor... Ah, ich habe sie. Sehr gut. Bevor noch so ein Dicker kommt. Er wird wahrscheinlich kommen, wenn du sie aufgenommen hast. Ja. Wann auch sonst. So, dann nehmen wir mal wieder die allzeit beliebte Treppe. Sehr sogenannter Treppenwitz. Ach ja. Flacher als jede Treppe. Ich hoffe nicht, dass wir die noch alle umballern müssen. Oder jetzt gleich noch so, ja komm, verteidige den Granatwerfer, weil der Granatwerfer gerade Ladehemmung hat oder so, wer weiß. Ach, Checkpoint.
Das Schiff wird also gleich versenkt. Ja, Scharfschützen. Bongo ist am Start. Ja, wir müssen die restlichen Söldner umballern. Mit anderen Worten, da wird gleich garantiert ein Dicker kommen. Und da oben am Geschütz steht auch schon einer. Komm jetzt. Also nun kann das ja nicht mehr lange dauern, ne? Ja, so viele können hier nicht mehr rumlaufen. Würde man denken. Ich habe gerade nochmal ein paar Freiwillige angeworben. Ach ne, nochmal ein Dicker. Jawohl. Jawohl. Schnell Rekrutierungsverfahren, ja. Ah, da hinten. Hier ist ein Gewehr, man hält das so rum, laufen. Nicht in dieses Rohr gucken und dann so, ja, dann alles in Ordnung. Das ist aber auch noch immer irgendwelche Spackos, den begleiten müssen. Macht's nicht besser. Lassen Sie mich heilen. Ich habe auch keine Munition mehr. Ja, Raketenwerfer. Komm, der Typ mit dem Raketenwerfer hat den Dicken abgeschossen. Like a boss. Teamwork. Nein, Hund. Irgendwie Viech. Geh weg. Oh, jetzt messern wir den erstmal. So, ich habe ja keine Munition mehr. Nein, jetzt bin ich tot. Ach Mann. Das wäre jetzt unnötig, weil ich nur noch Pistolengedöns habe. Ich auch. Deswegen wollte ich nach oben zur Munition. Wo liegst du? Ach, da an der Treppe. An der Treppe. An der Treppe, halt ja. Halt ihn, bevor ich selber kapiere. Jetzt muss ich schön nachladen und bin... Nein, noch nicht. Jetzt tot, sag nicht, du bist tot. Jetzt bin ich tot. Das ging schnell. Das wäre jetzt unnötig, weil ich nämlich... Jetzt pistel ihn doch weg da, Mann. Das ist doch nicht normal. Ja, ja, du hast mich wiederbelebt und in dem Moment muss ich wieder nachladen. Das war irgendwie scheiße. Ja. Jetzt kommen wir erstmal zu der dämmlichen Munition hier oben. Wer zu oft nachladen muss, hat den Kontrolle über sein Leben verloren. So, jetzt aber... Ja, komm, was war das denn jetzt? Die Tür verschwindet einfach, okay. Nimmt da die Treppe und kommt runter, jawohl. Wie viele sind denn jetzt hier noch am Start? Viele können es doch jetzt wirklich nicht mehr sein. Also ich sehe auf der Minimap keine mehr. Na, laden wir mal besser nach. Schießt auch irgendwie niemand mehr. Es backt wahrscheinlich in einer in irgendeiner Ecke oder so. Jede Wette. Wir sollten zusammenbleiben. Okay, hier sicher. Vorne sollte man nicht rauslaufen. Ja. Ach, irgendwo ist hier ein Scharfschütze. Wurde mir gerade verkündet. Ach, da. Jawohl, das war's. Lächerlich. Warum auch immer der gerade nicht da stand. Ja, schon irgendwie. Spontane Selbstexplosion. Instant auf Grund gelaufen. Ja. Schluck das, du verwegstes Stück Blech! Das ist für Sidos Boot! Wir haben euer Boot versenkt wegen unserem versenkten Bootes. Oder wegen, weil ihr unser Boot versenkt habt. Sehr gut. Ach was. Ist jetzt etwa wirklich Ende? Sieht so aus. Außer wir haben jetzt noch eine super coole Geheimmission freigeschaltet. Was ich nicht hoffe. So, Level 26. Jawohl. Level 27. Ein Jailbreak war das letzte. Na, komm, jetzt scroll runter. So, Jailbreak. Weiter geht's nicht runter. Das heißt... Das war's. Das war's. Ja, man kann ja vielleicht nochmal kurz eine kurze Review machen. Willst du anfangen? Also ich fand Far Cry 3 war im Singleplayer ein wirklich gutes Spiel. Was auch eine sehr gute Einleitung zu diesem Thema ist, weil das irgendwie im Multiplayer jetzt nicht ganz so optimal lief. Um es nett auszudrücken, weil irgendwer immer irgendwelche Gegner random vor oder hinter einem gespawnt sind oder man in irgendwelche Lager reingelaufen ist, in denen niemand war und auf einmal standen vor, hinter und sonst überhaupt überall irgendwelche Gegner, die dich beschossen haben. Und irgendwie als Treppenwitz ist die Armee hier schwächer als die Piraten, wie mir scheint. Keine Ahnung, ob dem wirklich der Fall ist. Wirkt aber so. Und die Vielfalt der Aufgaben hält sich auch sehr in Grenzen, weil man irgendwie relativ oft dabei ist, irgendwelche Bomben aufzusammeln oder hier Granaten aufzusammeln, die dann mit irgendwelchen Maschinerien durch die Gegend geschossen werden. Ja, ist ein bisschen komisch. Das Einzige, was wirklich abwechslungsreich ist, sind die diese kleinen Wettkampfaufgaben, die man im Koop hat. Weil da hat man, glaube ich, jedes Mal was anderes gemacht. Aber im Prinzip hat man immer irgendwelche Gegner beschossen, aber wenigstens hat man mal variiert.
Das fand ich eigentlich ganz gut, aber sonst, der Multiplayer ist ein bisschen unfertig, sage ich jetzt mal. Weil er einfach sehr, sehr viele Bugs beinhaltet. So. Das, was mir dazu jetzt einfällt. Ja, ich würde auch sagen, also grafisch eigentlich ziemlich gut, bis auf die Haare. Ja, Haare sind immer so ein Problem. Ja, ist halt, das Level-Design ist halt so ein bisschen gemischt. Also, wie gesagt, schon halt diese kurzen Wettbewerbe, die waren halt, sind halt ziemlich abwechslungsreich, aber wenn es dann halt um die Level an sich geht, sind viele Aufgaben doch relativ gleich und wiederholen sich oft. Und das mit den Gegner spawnen hinter einem, obwohl man da von einer Sekunde erst durchgelaufen ist, macht das Spiel halt ein bisschen unrealistisch. Beziehungsweise sorgt auch an manchen Stellen für ziemliche unnötige Tode und dann ist nicht so cool. Aber an sich eigentlich, ich habe Far Cry ja auch im Singleplayer-Modus auch gespielt, eigentlich ein ziemlich cooles Spiel. Ja, ja. Ich glaube, das war es auch für dieses Let's Play und ja. Ich sag mal so, schade, dass Far Cry 4 keinen richtigen Koop-Modus gekriegt hat. Da kann man ja leider nur so ein bisschen Außenposten einnehmen und sowas, also hat man gar keine Story, also ist es schon mal, war Far Cry 3 dahingehend ein bisschen besser, lustigerweise, obwohl der Koop-Modus einfach doch ziemlich schlecht umgesetzt ist. Also von der Idee her, dass man eine eigene Story hat, die unabhängig von der Hauptstory läuft, das ist halt schon sehr gut, aber halt einfach unglaublich verbuggt und sehr asynchron und, ne? Mit vielen Durchhalteaufgaben. Kann auch sein, dass es jetzt einfach dass die Schwierigkeit auch jetzt zu zweit einfach wesentlich höher war, als wenn man es zu viert spielt. Weil es ja auch genug Spiele gibt, die dann bei mehreren Leuten das einfach dann anpassen. Dann hat man halt viermal so viele Gegner, wenn man, keine Ahnung, mit viermal mehr Leuten spielt. Aber das ist hier, glaube ich, nicht unbedingt der Fall. Man hat, glaube ich, immer die gleiche Anzahl an Leuten und deswegen ist es dann zu zweit auch ein bisschen schwieriger. Was uns gerade bei der einen Mission mit dem Boot durchaus ziemlich viele Nerven gekostet hat. Und weswegen wir jetzt am Ende auch nur noch auf leicht weitergespielt haben, weil es sonst einfach kaum oder überhaupt nicht machbar ist, das zu machen oder das überhaupt zu schaffen, meiner Meinung nach. vielleicht waren wir auch einfach zu unskilled, wer weiß. Daran wird es liegen, ja. Das muss es sein. ja gut, aber das war es dann erstmal von Far Cry 3, oder vielmehr in seinem Koop-Modus. Und ja, damit dann bis zum nächsten Mal, wenn es dir heißt Let's Play Together. Jo, ciao.